Ja, die Trainer der österreichischen Athletinnen haben natürlich die Siegerehrung in vollen Zügen genossen. Georg Wertner, ja, Sarah Lager auf dem Podest, auf dem großen Podest, Platz 10, Top 10 in Götzis. Wie zufrieden sind Sie mit Sarah? Ja, also das ist schon großartig, dass sie schon im dritten Antreten jetzt mit 18 Jahren auf dieses Podest draufgekommen ist. Da bin ich wirklich sehr stolz. Hat nach dem ersten Tag noch nicht so ausgesehen, aber sie hat am zweiten Tag sehr gute Bewerbe und hat auch einiges verwirklicht. Noch nicht alles, was sie heuer drauf hat. Gibt es den einen oder anderen Bewerb, der sie auch positiv überrascht hat? Ja, speziell schon die 800, das ist schon gewaltig. Auch wenn man in Betracht zieht, dass sie letzte Woche noch eine kleine Krankheit gehabt hat, Mitte der Woche geschwollene Mandeln in St. Moritz. Und so bin ich eigentlich sehr überrascht, dass sie schon wieder auf dieses Niveau zurückgekehrt ist. Was lässt sich generell über die Entwicklung sagen? Ja, sie geht halt noch in die Schule. Sie wird erst in 14 Monaten maturieren. Sie hat jetzt den Führerschein gemacht. Es gibt einfach in dieser Altersspanne doch sehr viele andere Herausforderungen. Und insofern finde ich es großartig, dass sie doch für die Leichtathletik jetzt schon so viel Zeit aufbringt. Und wenn sie dann profihaft wird trainieren können, habe ich ein ziemlich gutes Gefühl. Inwiefern ist mit dem heutigen Ergebnis auch ein neues Saisonziel mit der EM in Berlin vielleicht dazugekommen? Ja, das war unterschwellig immer dabei. Wobei für sie das schon wesentlich schönere, konkretere Ziel ist, bei der U20-Weltmeisterschaft, wo sie ja Titelverteidigerin ist, wieder gut abzuschneiden. Super, vielen herzlichen Dank.